Bereits zum 27. Mal geht dieses Jahr Zobner Gampel über die Bühne. Auch dieses Jahr erwarten die Organisatoren einen riesigen Besucheraufmarsch. Um eine Sicherheitsanforderung gerecht zu werden, hat man einen Sicherheitskoordinator beauftragt, eine Risikoanalyse vorzunehmen und alle Eventualitäten vorzusorgen. Also von Anfang an hat das Mandat beinhaltet, das Sicherheitskonzept zu erstellen. Dazu haben wir nach SUVA-Methode das Gefahrportfolio erstellt, um den Besucherfluss zu analysieren, was hier im Open Air jeder Besucher im Prinzip, was kann passieren, was kann er alles machen. Anschließend eine Risikoanalyse anhand von gefährdenden Aktivitäten, die es gibt. Und dementsprechend Massnahmenplan, die das OK in dem Sinne jetzt so dran ist, zu umsetzen. Durchgang vom WC, wir können da oben dran. Konkret heisst das, mit verschiedenen Massnahmen will man das Risiko minimieren und damit verhindern, dass jemand in Schaden kommt. Es sind jetzt zum Beispiel gerade am Sonntag am Abend, die wir ab 20.00 die wir geschliessen, die wir das Gelände räumen, also das Festivalgelände, so dass wir können sicherstellen, dass die Profis, die eigentlich die Bühne schon wieder abbauen, die Sponsorenstände abbauen, dass die sicher können abbauen, nicht dass wir da am Sonntag am Abend noch schwere Unfälle würden haben. Es sind weitere Massnahmen, zum Beispiel der Verkehr auf dem Festivalgelände. Also während dem Festival wäre ein Fahrverbot, sodass der Nachschub hat umorganisiert werden musste. Wir haben lediglich Interventionsfahrzeuge, die auf dem Festivalgelände fahren mit Blaulicht, mit Begleitpersonal zu Füße, für das wir nicht während der Intervention noch zusätzlich Leute gefährdet haben. Mit der steigenden Besucherzahl steigen euch das allgemeine Sicherheitsbedürfnis, sagt Albert Zengavino, verantwortlich für Sicherheit und Verkehr. Also die Verantwortung liegt mit dem Veranstalter und wir sind verpflichtet, die Sorgfaltspflicht einzuhalten. Also haben wir die Gefahren eliminiert, dadurch, dass wir das Gefahrenportfolio erstellt haben. Und mit diesen Sicherheitspartnern, das umfasst die Polizei, die Feuerwehr, die Sanität, die Gemeinde mit dem inklusive Gemeindeführungsstab, haben wir das ein bisschen recherchiert und probiert, die Gefahrenherde zu eliminieren. Gut drei Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung fangen die Aufbauarbeiten auf dem Open Air Gelände an. Das heisst, ein Haufen Leitungen und Kabel müssen verlegt werden und die verschiedenen Bühnen und Bars werden aufgestellt. Für den Platzchef Martin Steini-Zengavino immer wieder eine grosse Herausforderung. Das Aufwendigste, ja, das fängt eigentlich schon im Vorfeld an, weil wenn man hier vom offenen Feld steht und da es ja jedes Jahr immer Änderungen gibt, müssen wir immer schauen, ob man Platz hat, ob man das irgendwie drin tun kann. Und wenn man keinen Anhaltspunkt hat und auf dem offenen Feld probiert, irgendeine Konstruktion also drauf zu ziehen, das ist ziemlich noch so aufwendig. Also wir sind stundenlang am Platz, sind stundenlang hier vom Platz am Anlaufen, am Messen und am Tür. Und bis das eigentlich mal steht, auch da kann man erst nachher sagen, wo kommt der Strom, wo kommt das Wasser. Also der Vorfall ist eigentlich fast aufwendiger als jetzt. Bis zu 100 Leute sind im Vorfeld auf Platz, damit die Infrastruktur rechtzeitig steht und jedes Kabel recht angeschlossen wird. Was sind die grössten Schwierigkeiten? Also aber erstens ist die Größe, zweitens ist es wollen alle mehr Infrastruktur. Also das aber jetzt das Internet, das alle können das Nattel benutzen. Das ist vom Gast bis hin zu also Medien, zu Künstlern, alle wollen Internet, alle wollen Telefon, alle wollen dies, alle wollen das. Die Sponsoren haben irgendeine Spiele, wo sie Fotos machen und das wollen auf das Netz tun und. Also das ist eigentlich die größte Veränderung, was vor allem einfach die ganze Technik ringsum. 700 Sicherheitskräfte von Polizei, Security, Feuerwehr und Sanität, darunter euch auch viele Freiwillige, stand rund um teure Einsatz, um einen möglichst reibungslosen Ablauf vom Open Air zu garantieren. Das Ziel bei der Sicherheit Sigis, präventiv zu handeln und zu wirken, sagt der Sicherheitskoordinator Damian Schneidrig. So werden die Besucher mit Informationstafeln und Flyer darüber informiert, wo sie was finden und an welche Stelle sie sich im Notfall wenden können.
Ja, da haben wir die Scheuversicht zu verbessern. Wir haben Informationstafeln gemacht, so Safety Briefing Boards, wo klar darauf ist, dass alles ist erlaubt, dass alles darf man machen, soll man machen, eben eine schöne Party haben. Aber es ist auch klar darauf, was verboten ist, wo man aufpassen muss. Weil da, wo manche Ansammlungen sind, typisch Diebstähle, das ist auch immer ein Thema. Das kann man auch nicht unbedingt so verhindern. Aber das ist eine Möglichkeit für die Besucher. Es gibt dann die Flyers, wo euch die Lageplan drauf sind, wo man euch etwas sieht, wo zum Beispiel das Notfallzentrum ist, wo die Feuerwehr stationiert ist, wenn man Fragen hätte und so weiter. Und dann ist eigentlich das Ziel, dass der Besucher so wenig wie möglich von uns vermerkt, dass wir im Hintergrund arbeiten können, dass wir nicht auffallen und sein, dass wir nicht die Störungen an einer grossen Glocke haben, dass eigentlich das Festival so ruhig wie möglich bleibt. Neben den gut 80'000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Gelände werden am Open Air Gampel euch eine Haufen Medienleute aus der ganzen Schweiz erwartet. Schließlich wollen die Leserinnen und Leser, Internet-User, Radiohörer und Fernsehempfänger möglichst schnell aus erster Hand informiert sein. Also das ist ganz anders, als man heute arbeitet. Also wenn ich vor 14 Jahren angefangen habe mit der Kommunikation, habe ich irgendwo in der Deutschschweiz bei einem Medium angeleitet und gesagt, «Grüß euch, da ist der Oli Weinboden vom Open Air Gampel.» Und dann hat es geheißen, «Grüß euch, Herr Gampel.» Also das war so die erste Reaktion. Man hat Gampel nicht gekannt, man hat nicht gewusst, was das ist, was sie machen. Also man musste alles erklären. Ich hatte Medien, auch Unterwalliser Medien, die mir gesagt haben, «Ja, Gampel, was ist denn das? Muss ich da einen Skijack anlegen? Hat es da Strom?» Also wirklich absolute Steppe, wo man gar nicht gewusst hat, was ist das Gampel. Und mittlerweile ist natürlich Gampel einer der Top-Shots in der Schweiz. Und mittlerweile, die Medien kennen Gampel. Also das ist ein Riesenname. Also heute muss man sich nicht mehr erklären, was macht Gampel oder wer ist Gampel. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Medien eigentlich auf mich zukommen und sagen, ich will gerne etwas machen, ich will gerne vorbeikommen, wir wollen gerne einen Bericht machen und so weiter, Tickets verlosen und so weiter. Also das hat schon sehr, sehr geändert. Die Resonanz von Gampel in der ganzen Schweiz. Im Zeitalter von elektronischen Medien sind Bilder und Interviews sekundenschnell für den User verfügbar. Und so erfährt der Nutzer praktisch zeitgleich wie die Besucher vor Ort, was das Gampel abgeht und wie die Stimmung vor Ort ist. Die Art der Berichterstattung, vor allem vor Ort, hat natürlich geändert. Also wir hatten früher nicht die Infrastruktur, die wir jetzt hatten. Früher hatten wir auch nicht die Mobilkommunikation und so weiter und so fort. Heute ist es ganz einfach. Heute nehmen die Journalisten ihren Laptop mit, den Einstöpsel bei unserem Medienbus, können direkt ihre Berichte schreiben, Fotos schicken. Das geht innerhalb Sekunden, geht das in die ganze Welt. Das ist ganz ein anderes Arbeiten. Früher ist das wirklich erst nach dem Open gekommen. Zwei Tage später hat man die Sachen können lesen oder hat man Bericht bekommen von dem. Also das ist ganz, ganz schnelleres und unmittelbares Arbeiten. Wie viel Arbeit und Aufwand hinter diesem grossen Last steht, das interessiert nur die wenigsten von diesen Partybesucher. Für sie steht das Open Air als Treffpunkt von Freude, Genuss und Party im Vordergrund.